Ist das dein Ernst, Ali? Willst du wirklich Spanplatten für ein Möbelstück nehmen? Das war tatsächlich die Nachricht, die ich erhalten habe. Spanplatten im Möbelbau gibt es zwar industriell hergestellte Möbel, ob man das jetzt im Heimwerkerbereich nutzen sollte, da gibt es auch schöneres Material wie Multiplex, aber Multiplex hätte mich das Dreifache gekostet. Ich werde es versuchen. Am Ende sehen wir alle, ob es was geworden ist. Ich lege jetzt los. Wir brauchen die Maße von unserem Monitor. Da gehe ich jetzt hin und messe das mal aus. Das sind 639 mm plus die Seitenwände, also 2 x 16, 32, 36 plus 30 sind 671. Davon säge ich jetzt zwei Bretter zu. Das wird, wie gesagt, einmal der Deckel und der Boden. Da haben wir 384. Wir machen aber daraus 385, damit wir ein bisschen Luft haben. 385, 385. So, die Seitenwand. Legen wir direkt dazu. Das ist die Innenseite, der Bereich, wo der Monitor reinkommt. Und von der Linie aus nach unten hin werden wir jetzt eine Fräsung machen. Da ich aber die Fräsung nicht durchgehend machen werde, kann ich auch nicht beides auf einmal fräsen. Maske nicht vergessen, habe ich beim letzten Projekt vergessen. Da wurde ich darauf angesprochen. Ihr hattet natürlich recht. Dem Speedmarker, da haben wir unsere 20 mm eingestellt. Reißen das auch hier einmal an. Okay, gut, dann würde ich sagen, das war natürlich jetzt nicht die letzte Fräsung. Wir werden noch eine Fräsung für die Rückwand machen. Und zwar werden wir ein Falz einfräsen, was 3 mm tief sein wird. Deshalb bereite ich jetzt erstmal alles vor und dann sehen wir uns gleich am Frästisch. Machen wir hier für die Schrauben, für die Bohrungen, machen wir hier auch noch eine Linie. Jetzt stellen wir mal alles zusammen und gucken, dass wir das wirklich sauber miteinander nachher verschrauben. Natürlich dürfen wir den Leim nicht vergessen. Dünn auftragen. Und immer darauf achten, dass man nicht die falsche Seite verleimt oder das Brett irgendwie falsch angesetzt ist. Ich werde die Zwinge so positionieren, dass ich vernünftig schrauben kann. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich bin gerade voll am Schwitzen.
Die Löcher habe ich jetzt mit der Spachtelmasse zugemacht und bin dann noch mal ganz dünn über die Spanplattenkante gegangen, um diese ja mal ein bisschen zu füllen. Später wird es abgeschliffen, grundiert und lackiert. Dann denke ich mal, wird der Rest einfach mit Lack und mit der Grundierung geschlossen sein. Es sind gerade 34 Grad hier in der Werkstatt. Ich kacke hier gleich ab. Wir haben jetzt hier die MDF-Platte. Die ist ein bisschen klein gewesen. Also ich habe mich da beim Abmessen vertan, habe es dann falsch zugesägt. Jetzt habe ich von der zweiten Platte einen Streifen dazu geleimt und mit Klebeband das Ganze nochmal verstärkt. Später machen wir das natürlich ab und dann nageln wir das an dem Korpus fest. Was ich ursprünglich haben wollte, diese gelochten oder gelöcherten, gelöchert, gelochte MDF-Rückwände, die kosten 22 Euro, ja, der Quadratmeter. Das ist ja fast die Größe, würde mich 22 Euro kosten, nur weil da Löcher drin sind. Ja, weil mir das zu teuer war, habe ich mir quasi für 4 Euro oder 5 Euro habe ich mir die Platte gekauft und werde mir die Löcher selber reinbohren. Die erste Linie ist quasi der Rand. Hier werde ich keine Löcher reinmachen, weil da nämlich die Fläche brauche ich zum Befestigen. So. Boah. Wahnsinn, das ist ein bisschen viel, wa? Viel Spaß, Ali. Der Lack, der hatte jetzt über 24 Stunden Zeit gehabt zu trocknen. Einen Regalboden habe ich mühsam reingesteckt. Jetzt kommt der zweite
Den werden wir jetzt vorsichtig reinstecken. Falls das jetzt zu eng wird, man merkt, da geht nichts mehr. Da müssen wir halt mit der Einhandzwinge nachhelfen. Also bloß nicht hier auf die Kante klopfen. Das könnte nämlich, hier die Kanten könnten ausbrechen und dann war die ganze Arbeit umsonst. Wobei, wie gesagt, die Seite ist die Rückseite. Wäre jetzt nicht so schlimm, wäre nicht sichtbar, aber trotzdem wäre das jetzt auch nicht schön. Einmal hier auf der Seite und einmal auf der anderen Seite. So, jetzt ist das schon mal schön auf Spannung. Und jetzt können wir das einmal rechts, einmal links reinpressen. Schön. Der Ali hat wieder mal ein kleines Problem. Ich habe den Monitor provisorisch schon mal eingesetzt, um zu gucken, ob alles passt. Es passte, bis auf eine Kleinigkeit. Ihr seht, dass ich hier am Monitor an der unteren Kante eine ovale Form habe. Der sitzt unten und oben perfekt an. So hatte ich das ja auch berechnet. Was ich aber nicht mitberechnet habe, dass ich hier rechts unten einen Ein- und Ausschalter habe. Den betätigt man allerdings nicht rein, also den drückt man nicht, sondern den zieht man. Jetzt ist natürlich das Blöde, wenn ich das Ganze hier verkleiden sollte nachher, da komme ich gar nicht mehr an den Schalter dran. Was werde ich jetzt machen? Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Das hier ist der Schalter. Ich werde jetzt genau in dem Bereich ein Loch reinbohren, also mit einem Forstnerbohrer 30 mm oder 20 mm ein Loch reinbohren, ist später dann die vordere Seite verkleiden. Das werden wir dann nicht mehr sehen. Aber ich habe dann die Möglichkeit, von unten den Schalter zu betätigen. Und so komme ich jetzt von unten an den Schalter dran. Das ist ein Stück Eiche, ein Reststück von meinem letzten Projekt. Und daraus schneide ich mir ein paar dünne Streifen raus. Nach ca. 24 Stunden habe ich die Klebebänder abgemacht. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil das nichts Besonderes war. Die Leisten sind auf jeden Fall fest. Die sind bündig und dicht, fest am Rahmen. Jetzt werden wir uns einen Rahmen bauen in die Innenseite von dem Kasten, um damit erstens den Kunststoffrahmen des Monitors zu verkleiden und auch als Anschlag zu nutzen. Das heißt, damit der Monitor nicht rausfallen kann. Wenn ich die Leiste nehme, die ich für den Rahmen brauche und hier bündig mit der Kante übereinander lege und verleime, würden wir hier diese Trennlinie sehen. Ich würde das niemals so richtig dicht übereinander verleimen können, ohne dass man das nicht erkennt. Und das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr stören. Stattdessen habe ich mir eine breitere Leiste genommen. Die ist 42 mm hoch.
Damit würde ich nicht nur die Kante, sondern auch den Rahmen von dem Monitor verkleiden. Allerdings habe ich hier noch eine 16 mm einen Falz reingefräst. Leider habe ich es vergessen zu filmen. Den würde ich dann in den Kasten versenken. So reinlegen. Habe hier die Kante verkleidet und den Monitorrahmen. Und ich finde, das sieht optisch auf jeden Fall viel, viel schöner aus. Jetzt kommt etwas Theorie hinzu. Für all diejenigen, die es wissen wollen, bleiben dran. Ansonsten könnt ihr gerne vorspulen. Wir möchten eine breite und eine schmale Leiste miteinander verbinden. Am schönsten sieht es mit einer Gehrung aus. Logischerweise würde man jetzt hingehen, sich einen Winkel holen, die 45 Grad hier anzeichnen. Und dasselbe würden wir natürlich an der schmalen Leiste machen. Dafür habe ich hier ein kleines Stück schon mal vorbereitet. Und dann würde man das hier schön ansetzen und feststellen, dass hier Material fehlt, dass das überhaupt gar nicht passt. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, zwei Alternativen. Und zwar, ich radiere das mal kurz aus. Wir können jetzt hingehen, einmal die Breite von der Leiste hier ansetzen, messen oder wie auch immer. Ihr könnt auch das Originalstück hier anlegen, euch eine Linie ziehen. Ich weiß nicht, ob man die Linie jetzt erkennt, aber ihr werdet es auf jeden Fall verstehen. Und dann ziehen wir von der Linie zur Ecke eine weitere Linie. Das Stück sägen wir aus. Das zeige ich jetzt mal einmal im fertigen Zustand. Dann hätten wir hier keine 45 Grad, das sind 22,5 Grad. Und dann müssten wir hingehen, dasselbe natürlich auch mit dem Gegenstück, mit der schmalen Leiste machen, auch auf 22,5 Grad und dann wird das passen. Bisher kein Problem, stört es aber einen, weil es so optisch nicht schön aussieht, weil wir müssen dran denken, dass wir alle anderen drei oder alle anderen zwei, drei Ecken hätten wir dann nämlich wirklich auf 45 Grad und dann hier 22,5 ist nicht schlimm, aber mich würde es stören. Deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Dafür hole ich mir dann wieder mal das Stück, die Seite. Nehme meine 45 Grad, die, oder sagen wir mal so, nehme wieder die schmale Leiste, machen hier eine Linie hin, dieselbe Leiste, legen wir quer. Machen hier eine Linie hin, dann haben wir nämlich hier dieses Stück, was ja die Breite von unserer Leiste darstellen soll, verbinden diese Ecken und sägen das Stück hier raus. Dann wird das Ganze so aussehen. Das hier ist unser Originalstück. Machen hier unsere 20 mm. Die wir hier mit unserem Speedmarker schon eingestellt haben. Wir fräsen jetzt hier so ein Profil rein. Eine leichte Rundung quasi. In der ersten Stufe werde ich etwas weniger abnehmen und dann fahre ich den Fräser etwas hoch und nehme dann die endgültige Menge ab. In den Falz kommt jetzt etwas Leim drauf. Etwas ist gut, also genug Leim, dass es wirklich überall haftet. Ich werde das jetzt mal mit einer Zwinge befestigen, weil
hier soll das richtig gut halten. Es darf sich auch nicht zu sehr bewegen, nach oben oder so. Ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde jetzt zum Verkleben einfach Leim nehmen. Ich weiß aus Erfahrung, dass ich mein Möbelstück damals zusammengebastelt habe, also gebaut habe, ein gekauftes Möbelstück. Und das hatte eine beschichtete Oberfläche und da war Leim drauf. Und ich kann euch sagen, als ich das mal zerlegt habe oder zerlegen wollte, ist das so fest gewesen, dass ich das gar nicht abbekommen habe. Da gehe ich einfach mit so einer schmalen Bürste und etwas Wasser hier in diese Kanten rein. Und dann putze ich das ab. Das ist das letzte Stück, was wir noch einsetzen werden. Da zieht Spitze aus. Das sieht geil aus. Ey, Hammer. Hammer. Die Stunde der Wahrheit. Jetzt kommt der Monitor rein. Den müssen wir jetzt vorsichtig reinschieben. Hinter dem Monitor haben wir vier Schrauben. Da werde ich jetzt so eine kleine Platte zusägen. Und auf die Platte wird dann so eine Strebe im Winkel zugeschnitten, dran montiert, dass es dann halt einfach nur hält oder besser gesagt das Ganze gegen den Rahmen drückt. Okay, das war's auch schon. So schnell kann das gehen. Jetzt können wir das nämlich richtig übertragen. So. Dann nehmen wir uns hier so wieder mal ein Reststück Eiche, lehnen das hier an, gucken, dass es dann hier auf der Platte bündig liegt und auch hier im Boden. Nehmen unseren Bleistift, markieren hier mal die Stelle, weil wenn sich das jetzt ein bisschen nach unten bewegt, dann passt das mit dem Winkel nachher nicht. Das habe ich jetzt mal ganz schnell abgeklebt. Kommen wir zu den Füßen.
die ich mir gekauft habe. Kann man sich natürlich in der Werkstatt sehr schnell einfach selber bauen. Dafür braucht man jetzt nicht auch mal zusätzlich Geld ausgeben, wenn man noch etwas Material übrig hat. Ich habe in Eiche kein Stück mehr da gehabt. Leimholz wollte ich nicht verwenden. Deswegen bin ich zum Baumarkt gefahren und habe diese Füße gefunden. Das war das letzte Set für einen reduzierten Preis von 16 Euro circa. Also fertige gekauft aus massiver Eiche. Sieht super aus, passt vom Stil her auch sehr zu meinem Schrank. Vorsichtig. So, drei. Frisch geduscht und abgekühlt zurück in der Werkstatt. Liebe Freunde, ich darf euch präsentieren mein Mediaschrank. Inspiriert haben mich die alten Möbel, die man aus den 50er, 60er Jahren kennt. Da fiel mir ein, so etwas kannst du mal nachbauen in einer etwas moderneren Art und Weise. Im Anschluss gibt es noch ein paar Aufnahmen, wie das Ganze in Action aussieht. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.